Zwei der Mitorganisatoren des Third International Bassett Horn Festivals präsentieren eine Kostprobe des kommenden Festivals. Es fing alles 2008 an mit der Entdeckung mehrerer Instrumentenfragmente auf dem Dachboden des Keramikmuseums Kandern. Die große Überraschung waren zwei Bassetthörner, die noch genügend Substanz aufwiesen, um sie zu restaurieren und mit Einschränkungen wieder spielbar zu machen. Sie hören selber, dass es sich gelohnt hat. Unser damaliger Bürgermeister berichtet. Es ist tatsächlich so, dass diese Bassetthörner mehr oder weniger durch einen Zufall entdeckt worden sind im Museum in Kandern. Und oftmals ist es ja so, dass die wertvollen Sachen im Keller eines Museums liegen, weniger im Ausstellungsraum. Und weil das Kanderner Museum keinen Keller hat, haben wir diese Schätze dann in einer einfachen Schachtel, in einem Karton auf dem Speicher entdeckt. Wann ist sie mal kartiert worden oder erfasst worden? Und da stand tatsächlich die Nummer 0815 drauf. Also man hätte ja wirklich dieser Schachtel jede Nummer geben können, aber die passt nun wirklich nicht, denn das, was drin ist, oder was drin entdeckt werden konnte, war ja wirklich nicht das, was man gern als abfälligerweise 0815 bezeichnet. Die Frage ist natürlich, wie kamen die Bassetthörner nach Kandern? Nach langer Recherche ist es gelungen, in einem alten Protokollbuch der Stadtmusik Kandern festzustellen, dass am 9. November 1840 in einem Konzert, in einer Abendveranstaltung mit dem Gesangverein zusammen, wohl diese Bassetthörner gespielt worden sind. Denn im Protokollbuch steht geschrieben, dass eben die Soli mit den Bassetthörnern beim Publikum bestens angekommen sind. Und das von 1840 lässt sich 1:1 übertragen auf 2009 zum ersten Bassetthorn-Festival. Denn da kamen natürlich diese Stücke, die vorgetragen worden sind, mit diesen alten historischen Bassetthörnern auch bestens beim Publikum an. Und insofern freue ich mich, dass nun ein Festival dieser Art in dritter Auflage hier in Kandern durchgeführt werden soll. Und ich bin der festen Überzeugung, Sie werden den gleichen Erfolg haben wie bei den letzten beiden Malen. Und wir freuen uns natürlich in Kandern, weil eine Veranstaltung dieser Art weit über unsere Grenze hinweg Beachtung findet und vor allen Dingen für das Engagement auch Respekt findet. Und insofern freue ich mich jetzt schon auf 2017, wenn das dritte Bassetthorn-Festival in unserer evangelischen Kirche oder überhaupt hier in Kandern stattfindet. Nach dem ersten Festival in 2009 wurden noch weitere Instrumente entdeckt, die auch noch restauriert werden könnten oder sollten. Es handelt sich um je zwei fünfklappige Buchsbaumklarinetten um 1800 und zwei Bassklarinetten von etwa 1860. Alle vier Instrumente sind komplett erhalten, sogar mit Mundstück. Unser Ziel ist es, genug Geld zusammenzubekommen, um auch diese Instrumente restaurieren zu lassen. Bis es soweit ist, können wir aber schon die beiden Bassetthörner eingeschränkt hören. Deren Entdeckung schlug damals Wellen. Dr. Peter Geisler, ein Mitorganisator, erzählt. Ich hatte zunächst den Verdacht, dass es moderne Bassetthörner seien und dann bist du rausgerückt, dass es historische wären, die per Zufall aufgetaucht waren. Und das war eine großartige Schrecksekunde für mich oder Schreckminute, sag ich mal, ja, weil es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wieder gefasst hatte. Und dann haben wir uns sofort verabredet, auch für den nächsten Tag das anzuschauen und haben Pläne geschmiedet, was mit den Instrumenten passieren könnte. Und durch glückliche Zufälle haben wir erreicht, dass sie auch restauriert wurden und wieder spielbereit sind im Rahmen der Möglichkeiten. Das nun dritte Festival rund um die Bassetthörner findet vom 25. bis 28. Mai 2017 statt. Die Austragungsorte sind die evangelische und die katholischen Kirchen sowie als Tagungszentrum die Grundschule, die unmittelbar neben der Stadtkirche liegt. Was ist geplant? Also die Struktur bleibt gleich, weil es bewährt ist. Wir haben also ein Matinee-Konzert, wobei wir dazu Rumi Sota Klemm gewinnen konnten. Sie ist eine der bekanntesten Stockhausen-Interpretinnen mit Bassetthorn und mit Bassklarinette.
Dann haben wir Clarimonia da mit Jochen Zegelke und seiner Truppe. Der hat die Bassetterna dann wieder zum Laufen gebracht. Oder zum Spielen gebracht, Entschuldigung. Am Sonntagmorgen, dem Abschlusstag, gibt es eine Matinee mit den Teilnehmern, wo die Teilnehmer selber im Vordergrund stehen und ein Festival-Klarinettenchor natürlich auch spielen wird. Dann werden wir das Eröffnungskonzert bestreiten mit einem Bassetthorn-Trio und unter Unterstützung von Musikern des Loracher Symphonieorchesters. Also nur so nebenher, es wird das Truschetzky-Konzert gespielt für drei Bassetthörner, was man selten hört. Dann haben wir Angebote, also es wird die Möglichkeit da sein, in kleinen Gruppen zu spielen und zu probieren. Auch gecoacht von Willi Vogel, einem Klarinettisten und Komponisten, der hier in der Nähe wohnt, der sich da gerne einbringt und der auch eine neue Komposition für Rumis oder Klemm schreiben wird, sodass wir auch wieder Erstaufführungen und Uraufführungen an diesem Festival haben werden. Es spricht einiges für den Besuch in Kandern. Die Konzerte und Vorträge sind sehr lohnenswert. Einige Künstler arbeiten ehrenamtlich und hoffen damit beizutragen, dass etwas Geld für die weitere Pflege und Restaurierung der Instrumente übrig bleibt. Hören Sie noch den jetzigen Bürgermeister, der das Festival geerbt hat. In Kandern fühlen wir uns natürlich geehrt, dass das dritte Bassetthorn-Festival wieder in der bewährten Art und Weise hier in Kandern stattfinden kann. Vor der schönen Schwarzwaldkulisse in unserer wirklich schönen und klangvollen, akustisch wertvollen Stadtkirche. Und ich bin mir sicher, dass es wieder viele künstlerisch Interessierte, musikalisch Interessierte von nah und fern hier anlocken wird. Und ich bin jetzt schon froh darüber, dass wir sicherlich schöne, klangvolle Momente erwarten können. Besonders stolz oder froh bin ich auch, dass möglicherweise wieder eine Uraufführung hier stattfinden kann, gespielt auf den Bassetthörnern. Und das macht uns natürlich besonders spannend, darauf zu warten. Und das erfüllt uns jetzt schon mit Vorfreude. Ich kann Sie also nur einladen, möglichst vollzählig, möglichst rege, in möglichst großer Anzahl am 25. Mai 2017 hier in Kandern einzutreffen. Es wird sicherlich ein interessanter Event sein, der wirklich wahrscheinlich lang in unseren Erinnerungen dann sein wird. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass sich dann alle in Kandern wohlfühlen. Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten, winkt als Belohnung ein Mitschnitt von ausgesuchten Festivalkonzerten. Für höhere Spenden, wenn die Kosten gedeckt und die Distanz von Kandern nicht allzu groß ist, können wir sogar ein Konzert mit Bassetthorn, Duo oder Trio anbieten. Historisch oder modern nach Wunsch. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.